Guck, schön, dass er zurück sieht. Bei viel zu kompliziert. Es geht noch um eine Verfassung. Da kann ja hier entstehen. Die letzte bei der Verfassung hat eine bewegte Geschichte. Die aus rumgekommen an der Welt. Die aus mondän, a polyglott. Die hat den Duft von einer großen, weiten Welt. Die wird gesehen. Da das Krieg, a Verrot, a Revolt. Da das gut gegen Base, Bauer gegen Kinnig. Da das Game of Thrones. Wir haben in unserem jungen Land schon 6 Verfassungen verbraucht, weil all einzeln spannend geschieht das, habe ich diese Kapitel an 2 gedeelt. An diesem Video zählen ich die Geschichte von den ersten 3. Alles geht es 1815 durch den Wiener Kongress, wo die Mächten, die dem Napoleon bei der Schlacht von Waterloo ein Liedchen gesungen haben, die das Französisch neu ändert sich abdehlen. Hier ist eine Karte vom Europa Nom Wiener Kongress. Wir haben Holland, das Land ist natürlich Niederlande, mit der Einfachheit halber so immer Holland. Belgisch ist überhaupt nicht mehr da, die ist einfach bei Holland beigebracht gehen. Das wird sich noch dreschen. An die kranke Grumpe da drinnen, das ist Lützeburg, ändert dem Napoleon nach dem Département des Forêts. Lo, aber offiziell, nun wie ein Kongress, ein eigenständiger Staat. Aber nicht wirklich. Ich fällt bestimmt nach den roten Strich ab. Das heißt, dass Lützeburg zur Deutschen Konföderation gehört, aber darüber will ich noch nicht raus. Die wird gesehen. Lützeburg ist nämlich den Trostpreis für den holländischen König Eiersen, den Willem den Echten von Orange-Nassau. Hin und müssen Stecker von Holland und die Deutsche Konföderation aufgehen und Preußen am Platz gruten Lützeburg an den Titel Grand Duc. Wir haben also einen holländischen König, den an Engels aber auch Grand Duc von Lützeburg ist. Er hat also 2 Kappen. Hier hat er die Lützeburg-Kappe, die hat auch schon zu Lützeburg. Und dann ist er aber für und allem an als allererst holländische König an auch mehr interessiert an den holländischen Interessen wie an den Lützeburger Interessen. Das ist das Problem mit all den Grand Duken, die aus dem Haus Orange-Nassau kommen. Ja, dass hier Interessen echt da, was doch normal ist, am eigenen Land leihen, wie zu Lützeburg, mit dem auch teilweise späterhin überhaupt kein gemeinsamer Grenz besteht. Theoretisch sind wir unabhängig, weil das hat den Wiener Kongress ja so viel gesehen. Praktisch ist es aber so, dass wir wie eine holländische Provinz behandelt gehen. Für es dann noch mehr komplizierter zu machen, gehört Lützeburg aber auch, wenn es dem holländischen König gehört, zur Deutschen Konföderation. Für was? Naja, weil Lützeburg eine militärisch ganz interessante Festung hat und aus irgendeinem Grund schenkt den Preußen echt dazu zu trauen, die Festung effikas zu benutzen, wie die Mönchbärmt den Holländer. Was tut das dann aber alles mit unserer Verfassung zu tun? Naja, die Holländer sind pragmatisch vollleg, für was eine Verfassung schreiben, wenn ihn daheim schon ein Laien hat. An als echte Verfassung als die holländische Verfassung. Nee, doch! Nee, doch! So geht es. Echte Verfassung, holländische Verfassung. Nee, wir sind ja recht am Anfang. Nächste Station, Belgische Revolution. Könnt ihr euch noch erinnern, dass Belgisch einfach an Holland aufgelaufen ist? Selbst es geht auch unter den besten Bedingungen nicht gut aus. Wir haben immer am Plus ein dankbar schlechte Bedingung, nämlich Belgische Katholiken, Holländer sie Protestanten. Und das war dann ganz fix, Ramidami. Knapp 15 Jahre nach dem Wiener Kongress haben wir eine fatzische Revolution und Belgische die wollen, auch kriegen auch ihre Staat zurück. Auf dieser Karte sieht der Benelux an der Situation nur 1930. Belgisch hat Holland rum sein Königreich aufgeknappt, an Lützeburg, der Staat kommt dem holländischen König, besser gesagt, der preußische Garnison nicht aufgeholt gehen. Die erinnert sich an als Vermeisfestung. Mit Land Lützburg rundherum,
Asylo ënner d belschem Regime. Dat gëtt awer an der Bevölkerung net weiter schlimm bewährt, weil viele Lützebäuer, die jo och erzkatholisch ënner wie sinn, schließe sich der Unabhängigkeitsbewegung un an hole sogar un der Verfassungssitzung vun der Belsch deel. Ah, he statt dann lo, dass es endlich eng ege Verfassung gëtt? Ich so nie lo ganz genau wie dat gelaufen, was mit der Verfassung. Et guf sogar abgemalt han, ha gesehen der berühmte Tableau, den Belsch beim Revolutionäre weist, was die manche Leute wissen. Do as auch der vermeise Lützebäuer drop, den die Verfassung mit hinbrücht hat. Die gesehen ha den Belsch aus einer Fuschmatzinger Fusch neuer Verfassung, und hält sie den Lützebäuer hin. Ha, guck, kannst du hin? Ich hab den Rang aufgeschrieben. An der Lützebäuer do as, man, hey, komm, also, das doch er, die kann ich doch nicht einfach holen. Der Belsch, man gefasst, das wird überhaupt kein mehr gemacht. An der Lützebäuer, oh so, ich gesehen doch, das sogar alles auch schön schrift. Lo, pack das wasch. An der Belsch, lausch da, es ist nur extra der ganze WAI gekommen, an der Barrikad geklommen, hol sie lo. An den Tipp haben drun, lo, hol die Verfassung, es schmecken, ich hatte schon die ganze Zeit mein Schwert, der falsche Weh. Genauso als es kommt, dass wir eine Belsch Verfassung kriegen, aber in der Gegenteil sieht, die liegt. Während über 10 Jahre aus Lützebüch an einer ziemlich kokasser Situation. Die Stadt Lützebüch ist noch immer eine preußische Garnison, unter der Kontrolle vom holländischen König. Das Land Lützebüch steht unter Belgien, allein an dem Schutz. Und trotzdem sind wir ein unabhängiger Staat. Cherchez l'erreur. Während 10 Jahren sich die internationale Gemeinschaft einer diplomatischer Lösung, weil die europäischen Monarchien wollen nicht, dass die großen Antagonisten Frankreich und die Deutsche Konföderation davon profitieren. Und nicht findet sich dann noch eine Lösung? Allerdings nicht viel zu bösch. Das wird beim Londoner Vertrag festgehalten. Mir abgepasst zu Londoner Vertrag gibt es da ein helle Wohl, an die kommen gerne für ihn aneinander zu beißen. Für Holland zu zessen, muss Belsch ein Teil von seinen Ländereien zurückgehen, darin auch Lützebüch. Auf für Belsch zu zessen, muss Lützebüch ein Reihgebiet da aufgehen, das wird halt Provinz de Luxembourg. Auf für Lützebüch zu zessen, schenkt uns den holländischen König, wir sind well beim Willem II. Endlich ein eigen Verwaltung. Ah jo. An eine eigene Verfassung. Dafür kriegt er von uns ein Statum Knödler. Heiersten Willem II. An Schmocker Uniform wird uns noch ganz sympathisch gehen. An nebendrund Veröffentlichung von der Ordonnance Royale Grand Ducal, die erinnert ihr drinnen, als Kineg plus Grand Duc, also königlich-großherzogliche Verordnung, die uns als Verfassung dient. So hat man nicht den Titel Verfassung. An das Verfassung hat er noch den Fehler, weil es geht nicht von Bürger geschwärt, mehr von Untertanen. Die merkt, hei gödet immer juste Klangefanger. Interessant, dass demals am Memorial Normen immer an zwei Sprache geschrieben gufen. Zweisprachig geht, gött reicht nur im Ersten Weltkrieg aufgeschafft. Und dann sind wir schon bei der Zusammenfassung vom ersten Teil, wie die Verfassung entstanden ist. Also, als erste Verfassung war ein holländisch, weil wir haben einen holländischen König als Grundduk. Die zweite Verfassung ist ein Belsch, weil wir uns unter der Belgischen Revolution beteiligt haben. Und die dritte Verfassung endlich ist dann eine Lützebäuer Verfassung, eine erste Lützebäuerische Verfassung. Zwar noch ein strikt. Das bedeutet, dass viel mehr Pouvoir, viel mehr Macht beim Grand Duc leid wie beim Volk, schwarz bei der Chambre bei den Deputierten, mehr das schon ein Anfang. Und du mal so ich vielmals merci für gucken. Am nächsten Video sehen wir die Geschichte von den nächsten, allerletzten drei Verfassungen. Wir erleben, wie Lützebüch bald den Ausleser von einem Weltkrieg geht. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere dich. Wenn du ein Froh oder ein Remark oder ein Vorschlag hast, etwas, was viel zu kompliziert ist, dann schreib mal. Ich freue mich. Bis geschwind.